Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. Warum fällt aktuell der Bitcoin-Preis trotz großem Kaufinteresse durch die Bitcoin-Spot-ETFs? Diese Frage und mehr besprechen wir in dem heutigen Video. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin US-Dollar 4-Stunden-Chart und wie ihr sehen könnt, seit einmal hier dem Hype, der uns auf 49.000 Dollar hochgebracht hat, durch den Release der Bitcoin Spot ETF und das damit verbundene Zelda News Event, was wieder runtergebracht hat auf 42.000 Dollar, ist in den letzten Tagen nicht mehr viel geschehen. Wir haben jetzt hier in dieser kleinen Seitwärtsphase zwischen ungefähr 43.000 Dollar und 41.000 Dollar aktuell hier eingependelt. Und die Frage, die sich jetzt hier einige Marktteilnehmer stellen, ist die folgende: Sind wir aktuell hier dabei, einen Boden zu formen? Steht vielleicht sogar eine Trendwende zu formen? Wir sehen hier nochmal eine nächste Aufwärtsbewegung. Oder laufen wir seitwärts und könnten hier zum Beispiel morgen zum Start der US-Börse, wenn die US-Börse nochmal aufmacht, heute am 15. Januar ist ja noch ein Feiertag in den USA, könnten wir also dann hier zum Start der Börsen hier in den USA nochmal einen weiteren Ausverkauf sehen. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns hier noch einmal genau die Asset Flows aus den vergangenen Tagen hier zu den Bitcoin Spot ETFs anschauen. Und was wir hier beobachten können, ist, dass eigentlich der Launch der Bitcoin Spot ETFs ziemlich erfolgreich war, denn wir konnten hier Inflows in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar innerhalb von 2 Tagen sehen. Und das ist ja schon ein Kontrast hier zu der aktuellen Preisbewegung, die wir beobachten können, denn hier wurden wir ja um ungefähr 14% abverkauft. Wenn wir uns hier nochmal etwas genauer hier die Auflistung anschauen, könnt ihr ja auch sehen, wir hatten hier sogar insgesamt Inflows von den 1,4 Milliarden Dollar, allerdings hatten wir hier auch hier Outflows von 579 Millionen Dollar durch die Verkäufe von Grayscale. Das heißt, wir hatten hier Netto-Inflows von 819 Millionen Dollar, was hier für 2 Handelstage immer noch ziemlich stark ist. Wir können hier auch beobachten, dass hier allein eben die Bitcoin-Spot-ETFs in den ersten 2 Tagen rund 30.000 Bitcoin hier an Kaufinteresse hatten. Wenn wir das einfach mal ausrechnen, wir wissen ja durch den Block-Reward, alle 10 Minuten werden 6,25 Bitcoin durch den Block Reward eben hier gefunden. Wenn wir das Ganze dann einmal nach 6 rechnen, dann haben wir die Stunde und dann nochmal mal 24. Dann haben wir eben die Anzahl der Bitcoin, die pro Tag durch den Bitcoin Miner gemeint werden. Das sind aktuell 900 Bitcoin pro Tag. Wenn wir das Ganze dann auch einmal nach 2 rechnen, haben wir 1800 Bitcoin. Das heißt also, wir haben hier in 2 Tagen ein Kaufinteresse von 30.000 Bitcoin gesehen und in 2 Tagen werden gerade mal 1800 Bitcoin gemeint. Das heißt also, wir haben hier ungefähr das 16-fache Kaufinteresse gesehen durch die Bitcoin Spot ETFs, als eben durch die Bitcoin Miner neu auf den Markt kommen. Und in Kürze steht ja auch noch das Bitcoin Halving zuvor. Das heißt also, dann hätten wir hier sogar in 2 Tagen das Kaufinteresse gesehen, was ungefähr 1 Monat dauert hier, um von den Bitcoin-Minern auf den Markt zu bringen. Das heißt also, langfristig werden wir hier in einen Supply-Squeeze kommen, da die Nachfrage aktuell deutlich höher ist als die Bitcoin, die durch das Mining neu auf den Markt kommen. Das war also auf jeden Fall schon mal extrem positiv. Wir konnten auch hier beobachten, dass eben durch CoinShares, hier schauen wir uns ja immer die Weekly Asset Flows an, hier auch 1,2 Milliarden Dollar eben hier ist ein Kaufinteresse bestand. Und ihr seht sogar, hier wurden sogar schon die Abverkäufe hier von Grayscale abgezogen. Das heißt, ihr seht, neben dem Interesse hier durch die Bitcoin Spot ETFs gab es eben noch weitere Anbieter, wo eben hier auch nochmal Bitcoin akkumuliert wurde. Also ihr seht auch hier, das Interesse ist groß. Und die Frage, die sich jetzt berechtigterweise viele Marktteilnehmer stellen, ist die folgende: Okay, wir sehen über den Bitcoin Spot ETF ein hohes Kaufinteresse, aber warum steigt der Bitcoin Preis nicht? Und das hat damit zu tun, dass eben hier das Kaufvolumen größtenteils über die OTC-Märkte stattfindet. Wir konnten hier auch über Coinbase in den letzten Tagen ein sehr hohes Volumen hier in Höhe von 7 Milliarden Dollar sehen. Und das ist einfach die Sache. Die Käufe werden nicht direkt auf dem Spotmarkt abgewickelt, sondern die werden hier größtenteils OTC abgewickelt, wo dann einfach ein Käufer und ein Verkäufer die Bitcoin so gesehen tauschen, ohne dass das eben direkt einen Einfluss dann auf die Orderbücher auf dem Spotmarkt haben. Deswegen kann eben hier das große Kaufinteresse abgewickelt werden, ohne dass eben direkt die Preise beeinflusst werden. Was wir hier eben auch nicht vergessen dürfen, ist das massive Verkaufsinteresse hier von den GBTC-Shares. Denn hier ist es ja so, dass eben hier die gesamten Käufer der GBTC-Shares hier mehr oder weniger gefangen waren in diesen Shares. Sie konnten hier das darunterliegende Asset nicht direkt handeln. Und jetzt, wo es eben hier möglich ist, das Asset abzustoßen, darunter noch wirklich Bitcoin verkauft wird, gibt es hier einfach ein großes Interesse von vorherigen GBTC-Käufern, jetzt nach mehreren Jahren, wo sie eben hier diese Shares gehalten haben, jetzt eben diese Shares auch abzuverkaufen. Und das ist eben auch das Verkaufsinteresse von knapp 600 Millionen Dollar, was wir in den vergangenen Tagen gesehen haben. Was man jetzt hier allerdings eben beachten muss, ist, dass hier Grayscale über ihren GBTC-Bitcoin-Trust ungefähr 620.000 Bitcoin halten. Das sind also ungefähr 25
Milliarden Dollar. Und die große Frage, die sich jetzt eben hier stellt, ist, wie viele dieser Bitcoin werden in den nächsten Tagen noch abverkauft? Wie hoch ist das Verkaufsvolumen? Und vor allem ist ja auch die Frage, wenn das Verkaufsvolumen zu groß ist, dass es ja nicht größtenteils abgefangen werden kann durch die OTC-Märkte, kann es eben auch häufiger dazu kommen, dass eben hier dann auch größere Volumen, vielleicht sogar über den Spotmarkt, verkauft werden, was den Preis dann nochmal etwas stärker nach unten bringen könnte. Das heißt also, die große Frage ist eben, und das kann keiner vorhersagen, wie groß ist jetzt in den kommenden Tagen noch das Verkaufsinteresse? Sollte hier das Verkaufsinteresse sich in wenigen Tagen schon einstellen, dann könnte sogar vorstellen, dass Bitcoin hier kurzfristig schon einen Boden findet und nochmal ansteigen kann. Allerdings, wenn hier wirklich das Verkaufsinteresse groß ist und über mehrere Tage noch anhält, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass der Bitcoin noch stärker korrigieren wird, vielleicht wirklich eine Korrektur von 20% oder mehr hinlegt und wir hier vielleicht wirklich dann mehrere Wochen erstmal korrigieren und länger dann noch eine Konsolidierungsphase sehen. Also das ist die große Frage, wie viele Bitcoin werden hier über den GBTC-Share abverkauft? Und diese Frage, wie gesagt, die kann keiner wissen. Das werden wir jetzt einfach die nächsten Tage immer wieder beobachten müssen. Was zudem auch noch dazu kommt, ist, dass wir eben hier auch noch mal ein höheres Verkaufsinteresse von den Bitcoin-Miner gesehen haben. Sie haben hier auch noch mal Bitcoin in Höhe von 1 Milliarde Dollar verkauft. Und da muss man eben sagen, das ist hier ein übliches Vorgehen für die Bitcoin-Miner. Die haben jetzt mit den hohen Bitcoin-Preisen einfach hier Profite realisiert, denn das Bitcoin-Halving steht ja bevor. Und deswegen müssen einfach hier die Bitcoin-Miner massiv ihre Rechenleistung aufrüsten, weshalb sie dann eben hier diese realisierten Gewinne hauptsächlich eben auch in neue Bitcoin-Mining-Rigs investieren. Nichtsdestotrotz war das hier zusätzlich auch nochmal ein großes Verkaufsvolumen, was einfach noch die letzten Tage den Preis auch beeinflusst hat. Zudem konnten wir hier auch in den letzten Tagen nochmal Rekordverkäufe von Seiten der Short-Term-Hodler beobachten. Das war jetzt hier das größte Verkaufsvolumen seit dem FTX-Kollaps. Und zwar könnt ihr sehen, dass hier eben die Short-Term-Hodler, die jetzt gedacht haben, okay, Bitcoin schießt sofort hoch auf 100.000 Dollar, wenn die Bitcoin-Spot-ETFs da sind, einfach hier sich massiv die Finger verbrannt haben. Man konnte genau beobachten, dass eben einige Short-Term-Hodler eingestiegen sind, bevor der Bitcoin-Spot-ETF kam. Und als dann eben hier das Zelda-News-Event kam und der Bitcoin-Preis gefallen ist, haben die alle hier nochmal panisch verkauft. Ihr seht, das war jetzt hier ein Verkaufsvolumen von knapp 4 Milliarden Dollar. Ihr seht wirklich sogar hier höher, als wir gesehen haben hier bei der 50% Korrektur, wo wir bei den 60.000 Dollar waren und hier nochmal über den Bärenmarkt, also wirklich hier massiv großer Verkauf und das hat ja natürlich dann auch nochmal den Bitcoin-Preis kurzfristig stark unter Druck gebracht. Das bedeutet also, wenn wir jetzt zurückkehren auf den Bitcoin US-Dollar 4-Stunden-Chart, hier ist meine Vorgehensweise unverändert, wie ich in dem letzten Video besprochen habe, achte ich jetzt hier auf die 40.000 Dollar als Schlüsselzone. Ihr seht, das war hier eine ziemlich starke Supportzone, als wenn es hier auch über Dezember in dieser Seitwärtsphase gebracht haben. Und ihr seht, im Endeffekt ist ja zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel passiert. Wir hatten hier einmal den Pump hoch zum Hype des Bitcoin Spot ETFs. Dann hatten wir hier das Zelda News Event. Letztendlich sind wir jetzt wieder in die Range hier zurückgefallen, wo wir uns hier noch, wenn wir das mal einmal abmessen, von vor 9 Tagen noch befunden haben. Das heißt also, hier ist nicht viel passiert. Und ich beobachte, wie gesagt, hier die 40.000 Dollar. Erst wenn die 40.000 Dollar hier brechen, wäre das für mich eben hier ein erstes Schwächezeichen und auch Warnzeichen, dann seht ihr, hätten wir einfach hier diese gesamte Konsolidierung bearish gebrochen und dann rechne ich damit, dass wir hier einen größeren Ausverkauf sehen könnten in Richtung der 38.000 Dollar. Das wäre wie gesagt das erste Preistarget und wenn dieses dann auch brechen sollte in Richtung der 34.000 Dollar. Wie gesagt, ob wir diesen Ausverkauf unter 40.000 Dollar sehen, hängt maßgeblich davon ab, ob wir eben morgen sehen zum Start hier der US-Börse, wenn die US-Börse nochmal offen öffnet, ob wir dann hier nochmal ein großes Verkaufsvolumen von Seiten hier der GBTC-Shares sehen sollten. Wenn das der Fall sein sollte, wie gesagt, dann gehe ich mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit hier aus, dass wir unter die 40.000 Dollar fallen. Umgekehrt aber auch, wenn das GBTC-Verkaufsvolumen sich hier in Grenzen halten sollte und eben das Kaufinteresse der Bitcoin-Spot-ETFs vielleicht sogar das Verkaufsvolumen übertrifft, dann ist es ja nach wie vor auch immer noch extrem gut möglich, dass wir die 40.000 Dollar halten, hier vielleicht einfach nur seitwärts konsolidieren und dann könnte man hier sogar nochmal bullisch einsteigen. Ich persönlich wäre hier erst nochmal bullisch, wenn wir hier die letzten Tops nochmal aus dem Markt holen. Das heißt also hier bei ungefähr 47.000 Dollar würde ich persönlich nochmal eine Long-Position eröffnen. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt einfach hier eine unsichere Situation. Keiner weiß genau, wie groß wir das Verkaufsvolumen der GBTC-Trust sehen werden und diese Positionierung sehen wir aktuell hier sogar bei den professionellen Trader bei den 7E Futures. Hier seht ihr auch, die hatten hier zum Launch des Bitcoin Spot ETFs ein sehr, sehr großes Volumen, haben hier sogar ein Premium bezahlt, also einen höheren Preis wie auf dem Spotmarkt, um hier ihre Position zu eröffnen. Weil ihr seht, jetzt ist hier auch das gesamte Volumen nochmal eingebrochen und ihr seht sogar jetzt hier einen negativen Preis. Das heißt also, hier ist aktuell es günstiger, eine 7E-Position zu eröffnen, als der Bitcoin-Preis eben hier auf dem Spotmarkt. Das zeigt also wirklich, dass hier auch momentan bei dem 7E Futures hier die professionellen Trader hier aktuell
keine starke Position einnehmen. Die scheinen hier wahrscheinlich jetzt auch erst nochmal das Sentiment abzuwarten, wie sich eben hier jetzt einmal die Bitcoin Spot ETF, also das Kaufinteresse und das Verkaufsinteresse, was wir hier sehen von den GBTC-Shares, sich hier in den nächsten Tagen einspielt. Dasselbe sehen wir hier auch nochmal, wenn wir auf den Tageschart wechseln. Hier können wir auch aktuell sehen, auf dem Lux Algo-Indikator hatten wir hier das Long-Signal von 28.000 Dollar. Das war hier ein Long-Signal von knapp 68.000 Dollar, aber hier seht ihr jetzt eben auch, hier oben bahnt sich jetzt ein mögliches Verkaufssignal an. Das ist allerdings noch nicht bestätigt. Ihr seht, wir sind hier noch über der NeoCloud und die Kerzen sind auch violett. Das heißt, also erst wenn die Kerzen rot werden, wenn wir hier unter die NeoCloud fallen, wäre das Signal bestätigt. Also eben hier auch, wie gesagt, bei uns auf Schlüsselzone der 40.000 Dollar. Das heißt also in dem Moment, wo wir hier bestätigt unter den 40.000 Dollar mit einer Tageskerze schließen und den Retest gesehen habe, werde ich persönlich hier Short gehen in Richtung 38.000 und 40.000 Dollar, werde hier den Stop-Loss ungefähr auf 41.000 Dollar ziehen. Dann haben wir hier ungefähr ein Risiko von gerade mal 5% und dann hier immer eine potenzielle Downside in dem Fall, was unser Gewinn wäre beim Shorten, vom ersten Preistarget auch von 5%, vom zweiten Preistarget hier von 13%. Das wäre hier ein nächster Trade, wonach ich hier Ausschau halte, sobald eben hier das Signal bestätigt sein sollte, indem wir eben hier unter die 40.000 Dollar fallen. Ein weiterer Faktor, worauf ich achte, ist hier auf dem Wochenchart einmal nochmal die aktuelle Wochenkerze, die wir hier gesehen haben. Da haben wir in dem letzten Video auch drüber gesprochen. Ihr seht, wir hatten hier diesen ziemlich langen Docht, der eben ziemlich stark hier auch an den langen Docht hier von 2019 erinnert, wo wir eben hier auch das Ende der ersten Aufwärtsbewegung gesehen haben, dann hier eben auch eine Korrektur und längere Konsolidierung. Diese Kerze hier nennt man Shooting Star und der kann eben hier auch potenziell ein Vorläufer des Preistop und ein Reversal im Trend ankündigen. Das ist also auch hier rein aus charttechnischer Sicht ein weiterer Faktor, den ich beobachte. Das alles allerdings, was ich jetzt hier besprochen habe, gilt nur vielleicht für die kurze bis mittlere Timeframe. Wie gesagt, langfristig, wirklich über die nächsten Monate, bin ich nach wie vor extrem bullish für Bitcoin, da wir einfach gesehen haben, durch die Bitcoin Spot ETFs wurde jetzt hier in 2 Tagen schon das Volumen, was die Bitcoin Miner in einem Monat an neuen Bitcoin auf den Markt bringen, aufgekauft. Wie gesagt, wir werden hier einen massiven Supply Squeeze sehen, der meiner Meinung nach den Bitcoin-Preis über diesen Zyklus auf neue Allzeithoch bringen werden und vor allem auch, wie ich in meinen Videos immer wieder gesagt habe, der kurzfristige Effekt von den Bitcoin Futures war massiv überschätzt. Aber wie gesagt, der langfristige Effekt ist genauso unterschätzt und das hat einfach damit zu tun, dass jetzt eben hier durch die Bitcoin Spot ETFs neue Kaufgruppen, die vorher keinen Zugang haben, jetzt Zugang haben auf dem Markt. Und das betrifft eben hier hauptsächlich die Vermögensverwalter, die hier eine Summe insgesamt von 30 Billionen Dollar verwalten. Und wenn wir uns das einfach nochmal anschauen, das aktuelle Bitcoin Market Cap liegt gerade mal bei 842 Milliarden Dollar. Das heißt also, wenn wir diesen 30 Billionen Dollar nur geringe prozentuale Anteile, vielleicht 3, 4, 5% in den Bitcoin-Markt laufen, reicht das locker aus, um den aktuellen Bitcoin-Preis zu verdoppeln und auch noch deutlich mehr. Das heißt also, ich kann es nur noch mal betonen, langfristig sieht es meiner Meinung nach extrem bullisch aus und ich gehe auch nicht davon aus, wie gesagt, dass der Zyklus jetzt hier irgendwie schon zu Ende ist. Ganz im Gegenteil, diese parabolische Phase, die wir nach dem Halving immer gesehen haben, diese Phase hier, die steht uns meiner Meinung nach jetzt erst noch bevor. Allerdings kann es eben sein, wie wir es eben historisch hier auch besprochen haben und bisher auch in jedem Zyklus gesehen haben, kann es einfach sein, dass wir jetzt hier einfach nochmal den Hype, den wir zu dem Bitcoin Spot ETF gesehen haben, abbauen müssen. Das könnte bedeuten, dass wir eine gesunde Korrektur sehen. Hier seht ihr das auch nochmal. In jedem Zyklus bisher hatten wir in dem Bullmarkt hier auch mal 30-40% Korrekturen. Das gehört dazu. Ihr seht, die bisherigen Korrekturen waren noch extrem mild hier von 20-15%. Das heißt einfach, es könnte sein, wir sind in der kurzen Frist, wenn eben hier das Verkaufsvolumen von GBTC, von den Shares hier weitergeht, dass wir einfach gesunden Rücksetzer sehen von 15-20-25%, bisschen seitwärts konsolidieren und dann hier spätestens nach dem Halving rechne ich nach wie vor damit, dass wir diesen parabolischen Anstieg auf neue Allzeithoch hoch sehen werden. Das heißt also, kurzfristig abwarten, genau beobachten, wie sich eben hier das Verkaufsvolumen von den GBTC-Shares in den nächsten Tagen verhält, schauen, ob die 40.000 Dollar halten oder nicht. Das ist eben jetzt das, worauf wir kurzfristig achten. Und wie gesagt, langfristig meiner Meinung nach sieht es ja nach wie vor extrem positiv aus. Ich persönlich bin bullish für diesen Zyklus für 2024. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.